So, dann gehen wir rein und zwar zum Shop. Wie sieht's im Shop aus? Gehen wir erstmal wieder rein zu den Packs. Was haben wir da? Chris MD, Ika Future Stars. Okay, also eine neue Kollektion. Dann hier allgemeine Limits, Promo-Packs. Die sind nach wie vor keine Future Stars-Packs. Interessant. Auch komisch, wie ich finde. Sehr seltsam. Dann haben wir hier UT Store Cut SPFU. Interessant. Okay. Klassische Packs. Okay. Und dann hier quasi ganz normal. Interesting. Okay. Sehr weird. Warum hier jetzt ein paar Slots so komisch? Okay. Lassen wir einfach mal so stehen. Vorschau Pack auch das ein und fangen wir an hier mit den erstmal Tradable Packs. Also Topper Team Packs habe ich natürlich auch ready gemacht und jetzt die Hoffnung natürlich wieder da. Wie immer bei einem XCL Pack Opening, XCL Video an einem Freitagabend, das war ordentlich was ziehen. Nicht nur SBC Futter, auch das hilft in erster Linie natürlich weiter, aber speziell natürlich jetzt schon mal welche von Fantasy Team Nummer 2. Ja, und speziell werden wir heute mein 84x20er Pack öffnen, das ist quasi die Prio von dem Ganzen. Bringt er noch was? Manchmal ist es ja auch so, komm, können wir das KD, komm, nehmen wir mit die Coins. Aber ich habe es euch gesagt, die letzten, seit Mittwoch habe ich es glaube ich gesagt, 84x20er Pack wollen wir öffnen und zwar zu Fantasy Team Nummer 2, also genau heute. Und das wollen wir auf jeden Fall öffnen. Müssen wir mal gucken, was hinten noch für Packs dann dran sind. Warte mal, ich habe jetzt die Nation, okay, standardmäßig Busquets gesehen. Wenn man dann nur Miami sieht und der Rest gerade gar nicht irgendwie so wirklich wahrgenommen hat, denkt man sich erstmal, Moment, ist da wieder ein Messi hinter? Ist da wieder ein Messi? Oder wie sieht's aus? Okay, also erstmal die Trader Packs, wie ich gesagt habe. Ihr könnt mich gerade schon mal in den YouTube-Kommentaren wissen lassen, wie eure Packs natürlich heute aussahen. Habt ihr auch einen Aller gezogen? Wahrscheinlich. Aber oder eventuell auch natürlich Fantasy FC-Karten. Und ja, auch nochmal hier, erwähne ich es gerne. Nicht vergessen, Freunde, das sind Live-Karten. Die können sich also noch weiter upgraden. Werden wir uns gleich natürlich weiter anschauen. Sozusagen anstatt eine Fantasy FC SBC heute gekommen ist, kommt halt einfach Shinola. Aber ganz ehrlich, war auch mitzurechnen. Weil was hätte das jetzt gebracht, wenn sie den morgen gebracht hätten oder Sonntag? Direkt jetzt zum Freitag hin mit dem Teamstart, finde ich es eigentlich gut. Finde ich eigentlich gut und war auch zu erwarten, wenn wir ehrlich sind. War auch zu erwarten. Mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwie einen lila oder blauen Flair kriegen. Drückt gerne die Daumen von der Ferne und dann bekommen wir hier auf jeden Fall hoffentlich einiges an Futter. Ja, wie gesagt, wenn natürlich dann wieder High-Rated-Futter sozusagen am Start ist, es unshareable sein sollte. Ey, Freunde, Tradable Frankreich, Innenverteidiger. Wait, das ist jetzt dieser, ich kann schon, wie heißt er? Sie, sorry, Pasquera. Wie ich wieder nicht komisch aussprechen wollte, konnte gestern. Wahrscheinlich Pasquera. Wird sie so ausgesprochen? Number one, 87er gerated. Pasquera am Start. Wie groß ist sie? Das haben wir noch gar nicht kontrolliert. Wie groß ist sie denn? Gucken wir mal rein. 1,76 für eine Frau. Relativ groß. 89er Reaktion. Ganz ehrlich. Wenn die sich upgraden sollte, könnte das was werden. Körperlich? Okay, das ist wieder ein bisschen. Also, ja. Ja, doch. Können wir mit arbeiten. 7 Spielstile. Nehmen wir mit als Day One auf jeden Fall, egal welchen, ich habe es letzte Woche ja auch schon gesagt, egal welchen, Hauptsache schon mal einen. Und das haben wir hier schon mal auf jeden Fall abgehakt. Kann natürlich gerne so weitergehen. Sie ist jetzt sogar tradable, könnte ich also sozusagen im Worst Case dann auch noch verkaufen. Aber warum nicht auch mal testen, ne? Also spricht ja grundsätzlich erstmal nichts dagegen. Ne? Kann man auch, back to back? Was? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, Freunde? Mamusch? Hä? Was ist denn jetzt hier los? Hä? Also, Freunde, kann gern so weitergehen. Ich wiederhole mich gerne. Wir fangen hinten an. Wir rollen das Feld von hinten auf. So ein Ding wird das. Freunde, lasst lieber da, ey. Was? 90er Dribbling, 94er. Oh mein Gott. Oh, wait, er ist wieder jetzt hinten dran. 190 Max-Preis anscheinend. Gut, jetzt ist er gerade eben erst rausgekommen. Der wird sich wahrscheinlich noch einpendeln, aber ich bin gerade, warte mal. Forster. 99 Beweglichkeit, 90 Balance. Gut, Ruhestat ist bodenlos, nur bei 80. Das ist schade eigentlich. Aber, wie gesagt, er kann ja sich upgraden. Also jetzt werde ich auf jeden Fall mein Auge noch weiter auf Frankfurt haben. Ich habe ja gestern gesagt, vorgestern, man muss eigentlich eine geile Karte, wenn Frankfurt gut spielt, meiner Meinung nach.
ist Mamouche immer einer der Besten. Aber Mamouche, oder beziehungsweise nicht Mamouche, sondern Frankfurt einzuschätzen diese Saison, unfassbar schwierig. Unfassbar schwierig mit schafft diesmal zu Null zu spielen und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine, ja? Und deshalb, boah, extrem schwierig einzuschätzen. Wir nehmen natürlich gerne mit. Der Rest ist hier auch wunderbar tradable. Freunde, back to back. Was soll ich sagen? Sehr attraktiv. Sehr, 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 sehr sexy. Direkt erstmal zwei hintereinander zu ziehen. Zwar aus der untersten Kategorie sozusagen, aber wir nehmen alles mit jetzt erstmal. Es ist Day One von Team Nummer 2. Und wir haben ja gleich noch das Megapack, beziehungsweise das 84x20er Pack unter anderem mit dabei. Und da werden wir bestimmt auch noch was Schönes bestimmt ziehen. Vielleicht auch Heroes. Also das ist das, was ja noch so ein bisschen fehlt. Lasst uns mal reinstarten. Tatsächlich glaube mit dem ultimativen Pack. 84 plus ist garantiert hier tatsächlich drin. Und wir nehmen erstmal typisch natürlich ein Ödegaard mit. Ja, wir erinnern uns alle an Team of the Year. Doppel mit. Please, EA, please. 90 plus. Benzema. Komm. Kimmich? Oh, ich glaube, den haben wir. Da müssen wir gleich kurz in der SBC springen. Aber können wir mit arbeiten. Das auf jeden Fall. Gucken wir mal rein. Was haben wir denn sonst noch Schönes am Start? Vielleicht ja hinten auch wieder was drin, ne? Manchmal verstecken sie sich auch hinten, ne? Habt ihr ja auch gesagt. Ohne dass er. Ja. Ich kann nicht mehr. Ich bin raus, Freunde. Was ist denn jetzt hier los? Oh, nee, ne? Freunde, drei. Hä? Ich habe ja doch gerade gesagt, manchmal verstecken sie sich auch hinten dran, ohne angezeigt zu sein aus Walkout. Wollte ich gerade noch sagen. Ja, und da ist er jetzt am Start. Okay, wir halten also fest. Warte, wir haben die Transferliste fast leer. Wir können, glaube ich, das meiste jetzt tatsächlich hochpacken auf die Transferliste. Mal gucken, wer jetzt auch übrig bleibt. Aber jetzt, Freunde, wie viele Minuten sind wir jetzt drin im Video in der Rohdatei? 18 Minuten. Hä? Wow. Also, warten wir gerade. Das kann alles hoch auf die Transferliste. So, Mamouche und Kimmich kümmere ich mich eben drum. Und dann bin ich gleich wieder am Start. So, weiter gehen wir rein mit dem Tradable Prime Pack, was ich jetzt aus der SBC geholt habe. Ey, Freunde, ganz ehrlich, jetzt so schnell drei hintereinander zu ziehen, hätte ich ohne Witz nicht gedacht. Vor allen Dingen aus den Packs, die waren ja jetzt gar nicht in Anführungsstrichen so besonders. Ja, machen wir mal weiter, würde ich sagen. Machen wir mal weiter direkt mit dem 83x10er, was ich extra noch übrig gelassen hatte, jetzt direkt für, sag ich mal, Day One von Team 2. Machen wir weiter und gucken rein, was gibt es. Was gibt es, EA? Wir haben Croatia, Klassiker. Den Klassiker natürlich mit Modric und, ich sehe es wieder richtig, mit Doppel. Was sagen wir diesmal? Welches Rating? Wieder ein Kimmich? Wahrscheinlich safe, wie ich mein Glück kenne. Ey, Silver! Ey! Den nehmen wir gerne mit. Haben wir tatsächlich noch nicht tradable? Gut, dann müssen wir jetzt gucken, was wir. Danach hinter könnte vieles tradable sein. Okay, dahinter kommt tatsächlich nicht mehr viel. 83er und 84er, um ehrlich zu sein. Da können wir auch kurz die 83er abstoßen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber die zwei High-Rateds nehmen wir natürlich gerne mit. Wichtig ist hier das 84x20er Bank. Das nehmen wir jetzt mit. Komm, Freunde, nochmal die Daumen drücken. 84x20er. Let's go, yay. Mach den Gönner-Modus an. Oh mein Gott. Nein. Soll sie. Ach, sie sollte eine SBC kriegen, ne? Ich wollte gerade sagen, nicht, dass wir jetzt Rolf vorziehen. Oh mein Gott. Aber sie wollte ja eine SBC kriegen. Ist wieder hinten wahrscheinlich safe einer dran. Oder? Wie wir es kennen. Klassiker. Der Klassiker gleich. Mamouche zum dritten. Alle guten Dinge sind drei. Okay, wir haben schon mal Pog, wenn Marquinhos Rolfo. Ey, wow. Medema ist da. Let's go. 90er. Wieso werden die nicht als Walkout angezeigt? Jetzt mal ernsthaft. Was ist denn das für eine Frechheit? Frechheit. Zwei Playstats. Oh, Powerschuss und First Touch. Sehr, sehr nice. Oh, Ruhestat von 95. Bitte was? Ey, Freunde, ja, mal kurz zur Erinnerung. Sie kannten plus 4 sich reinziehen. Ist da eine 94er Graded Karte, maybe, ne? Oh, yes. Oh, yes, Freunde. Das nenne ich mal richtig geil. Ist auch richtig weird, dass Rice mit Männermannschaft dabei ist und mit der Frauenmannschaft mit dem, mit zwei Arsenal-Spielern mit dabei. Auch sehr, sehr weird. Ich guck mal gerade, 100k kostet sie. Die nehmen wir gerne mit.
Sehr, sehr geil, Freunde. Midema ist dabei und dann tatsächlich ja, auch hier Pascara wieder mit dabei. Und der Rest, oh, was? Alle bis auf einer tatsächlich tradable. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Das heißt, guck, können wir jetzt hier kurz runterziehen. Der stört definitiv nicht, wenn wir den mal kurz discarden bei dem, was wir jetzt alles gerade gezogen haben. Und dann gucken wir auch mal gerade hier in die weiteren Packs rein. Und ich habe jetzt da noch die League All Packs. Seltenes Gold Pack, seltenes Profi Pack. Ah, jetzt war das seltene Gold Pack auf. Meine Überlegung war jetzt, wenn wir das League All Pack öffnen, macht es Sinn oder macht es nicht Sinn? Also im Endeffekt, ja, Lemelu ist dabei, wieder Pasquera, Dembélé. Hm. Wartet man auf Mini-Release? Und dann haben wir die League, die haben wir mit Gian Couto aus der La Liga jemanden. Haben wir noch jemanden aus der La Liga? Stimmt, Martens ist noch League All mit dabei. Ja, wahrscheinlich die League All Packs könnten eventuell tatsächlich, ich meine, das sind nur die kleinen. Also insofern muss es natürlich nicht sein. Wieder viel Premier League. Aber wir nehmen sie mal mit. So, machen wir das zweite direkt mal hinterher. Ja, aber das wäre natürlich jetzt, das wäre also, ohne Witz, Freunde, ich hätte nie im Leben gerechnet, auch wenn jetzt die 83x10er und 84x20er Packs mit dabei waren, dass wir direkt so viele Fantasy-Karten direkt ziehen. Also jetzt ohne Witz, damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Aber wir sind natürlich happy darüber und nehmen das sehr, sehr gerne mit. Sehr, sehr coole Geschichte. Also ohne Witz, hätte ich nie im Leben mit gerechnet. So, das wieder auf die Transferliste. Und dann machen wir nochmal weiter mit den nächsten Packs. Also, wir hatten hier noch ein Tradable 50k Pack. Unter anderem seltenes Gold. Warum kommt die wo kommen die seltenen Goldpacks her? Deutsch. Oh, Stürmer, England? Oh, nur Delhi, oder? Das heißt, nur Delhi 85er Rating ist 85er Rating. Da dürfen wir uns auch nicht beschweren, ne? Gerade speziell heute nicht. Also eigentlich haben wir jetzt schon unser Packlack sozusagen aufgefressen. Aber wir gucken mal, dass wir noch ein paar weitere Packs ziehen. Vielleicht auch gleich nochmal. Wir gehen gleich in die Evo rein. Gucken uns natürlich die Upgrades an. Aber das ist auf jeden Fall schon mal, ich glaube, da können wir alle definitiv einen Haken hintermachen. Schon mal ein sehr, sehr sympathischer Start. Jetzt hier noch 3000 Münzen. Sehr, sehr geile Geschichte. Angel FC. Wappen sieht auch immer geil aus. Und dann würde ich tatsächlich sagen, hinten dran noch die, ja doch, die werden auch wieder tradable, die Megapacks. Dass wir die League-Packs tatsächlich öffnen, habe ich eben gedacht. Weil warum nicht, oder? Weil warum nicht? So. Auch wieder hier die Spieler. Der Rest wieder rein in den Verein. Und dann das nächste League All Pack. Also wenn wir daraus noch Martens oder Dembélé ziehen, dann ist hier komplett heute vorbei, Freunde. Dann weiß ich auch nicht, wohin mit mir. Das wäre dann das wirklich das Nonplusultra. Das muss man irgendwie an der Stelle sagen. Das ist ja wirklich Wahnsinn. So, La Liga, Liga F. Spain. Gleich Pain. Und oh, das Klassische. Bisschen was tradable, die zwei Discarden. Haben immer noch so viel Platz auf der Transferliste. Wir machen aber so lange weiter, bis die Transferliste wieder voll ist. Wie letzte Woche, glaube ich, auch. Ist ja auch kein schlechter Move. Seltenes Profi-Pack. 50k-Pack, Freunde. Komm! Abfahrt! Spain wieder. Torwart. Ach, 50k-Pack. Haben wir auch schon Besseres gesehen. Tatsache. So, 29 Packs. Das werden zumindest alle Packs angezeigt. Das ist das Schöne. Und dann sind da auch hinten diese ganz kleinen Packs am Start. Schweiz, ZM. Zack. Nehmen wir die selten mit. Und so langsam aber sicher füllt sich die Transferliste. Aber das ist auf jeden Fall, das können wir definitiv sagen, ein erfolgreiches Pack-Opening schon jetzt gewesen. So, nächstes Mega-Pack. 18 selten auch hier wieder am Start. Haben wir, ich glaube, wir haben unser Glück aufgebraucht. Linksverteidiger, gut, das wird Naschenweg sein. Kamavinga, Udogi.
Gwyn. Ah, Gwyn ist es. Und auch wieder die ganzen Spiele, Spieler. Der Rest rein in den Verein. Sehr nice. Also finde Road to Glory wirklich perfekt, was da bis jetzt passiert ist. Da können wir nicht meckern. First on Road to Glory. Umso wichtiger. Und dann haben wir tatsächlich ja fast die highest rated Karte ziehen. Also neben Dembélé 90er rated, ja Rice, Diaz stand jetzt und Midima. Also tatsächlich einer der besten da gezogen, auch wenn sie wahrscheinlich preislich, weiß ich, was habe ich eben gesagt, 100 Karte gekostet, wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen nach unten ziehen. Nicht nur wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Und insofern nehmen wir auch das Cupback mit. Und auch wieder die Klassiker. Ja, 84er Rating hier mit. Die Shaw ist mit dabei. 11 Duplikate. Ja, und dann geht das ganze Ding hier echt los. Freunde, lasst uns kurz weitermachen und zwar direkt mal mit den Evos. Ich habe es eben schon erwähnt. Neue Evo ist da.